Lachlan kann sie schon riechen. Aber ihr Duft verfliegt schon wieder. Es bleibt keine Zeit. Er muss zu ihr. Nach über 150 Jahren Gefangenschaft und Einsamkeit. Zu Emmeline, seiner Seelengefährtin. Er liebt sie, ungezähmt und leidenschaftlich. Und er verabscheut sie. Denn sie ist ein Vampir. Emmeline wehrt sich, sie findet ihn abstoßend. Und sie wird gewarnt. Emmeline, du bist in Gefahr. Doch schließlich verfällt sie seiner dunklen Verführungskunst.